Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Ergreifung von Fenrich Fjodor Arkinov. Ja, wir sind bei den Lieutenants angelangt und ja, wir wollen die ja entführen. Das hier ist noch immer eine Ein-Totenkopf-Region, nämlich AG Kodon. Und deshalb ist hier auch immer noch nur Vassili mit am Start. Ich habe die Klasse gewechselt zum Sturmsoldaten und habe mir eine ACR gekauft. Bei Maria im Laden. Standard ACR. Mit, ich kann es ja gleich mal zeigen. Weil ich ja sowieso immer gefragt werde, welche Waffe ich spiele und was ich drauf habe. Zeige ich dann gleich, sobald wir hier an Land gegangen sind. So. Oh, da hinten wäre ein Boot gewesen. Tja, Pech gehabt. Ein bisschen ein bisschen Training vorm Einsatz. So, die Waffe, ACR, MK3, kurzer Lauf, erweitertes Sturmgewehrmagazin, Sturmgewehrschalldämpfer, MALDA, Laser, Visier EXP 3X G33, STK verbessert, Schaft, Auto-Einzelschussabzug und als Unterlauf der vertikale Handgriff, Shift. Gut, wisst ihr Bescheid. Mal gucken. Okay. Müssen wir jetzt hier noch mal schwimmen? Ja, sieht ganz so aus. So, wir müssen den Server der Basis hacken, um den Raketenabschuss zu verhindern. Und natürlich Fenrich Fjodor Arkinov neutralisieren. Wobei wir ihn ja nicht töten werden, sondern entführen, gefangen nehmen, wie auch immer. Denn wir sind Ghosts. Auch wieder stilgerecht angezogen. So, unterm letzten Video hat jemand von euch geschrieben, dass ich die Drohne hätte sollen mehr benutzen. Und da hatte dieser jemand vollkommen recht, denn ich benutze die Aufklärungsdrohne generell eigentlich viel zu selten. Bei Wildlands habe ich die so viel benutzt. Allerdings habe ich Wildlands auch noch mit HUD gespielt. Und hier spiele ich ja komplett ohne HUD. Und kann deshalb keine Gegner markieren. Deshalb benutze ich die Drohne so selten. So, wir haben hier auf diesem alten Tower-Gebäude einen Raketenschützen. Und zwei Raketenschützen. Hier haben wir einen Heli. Patrouilliert da noch jemand? Ja, da patrouilliert noch jemand. Okay, aber ist alles relativ weit weg. So, hier müssen wir hacken, nehme ich an. Da kommen wir nur mit Geisel rein. Haben wir Scharfschützen hier am Start? Haben wir hier nichts. Das ist sehr gut. Da haben wir aber einen. Okay, am westlichen Ende der Basis ist ein Scharfschütze. Da ist auch niemand drin. Getarnte Einheit. Aber diese blöde Behemoth ist natürlich da. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. War jetzt auch keine besonders gute Aufklärung, wenn ich ehrlich bin, aber hey, ich meine, wir haben ja auch noch die Tarnung zur Not. Schalten wir um auf Einzelschuss. So. Wir wissen, dass beim Heli einer patrouilliert. Das dort hinten
da oben noch ein? Okay. Achtung, Feindkontakt. Verstanden. Verstanden. Da kontrolliert der eine Schütze. Problem ist. Was haben wir denn hier ausgerüstet? Die Schneidbrenner brauchen wir nicht. Da würde ich stattdessen Simultanschussdrohnen nehmen. Den da hinten ja auch nehmen, damit aber. Das wäre unnötig. Ich hoffe, der entdeckt mich so nicht. Ne, die sind ja zum Glück blind auf 100 Meter. So, dum 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 dum. Vielleicht sollte ich doch noch mal kurz aufklären, ob da mehr als nur die beiden Gegner sind. Okay, einer ist. Na, siehst du, ist nämlich auch noch ein Brecher drin und. Okay, gut. Dann lassen wir das. Schleichen wir uns an denen lieber vorbei. Man muss ja auch nicht immer alle töten. So. Wo ist denn unser einer Freund hier? Das war was. Okay, das war der eine. Mit dem Heli könnten wir dann theoretisch nachher verschwinden, wenn wir das müssen. Aber wenn nicht, dann, ja, wer weiß. Sehen wir dann. Ich sehe den noch nicht. Nachtsicht an. Da ist er. Bringe mich in Stellung. Hab ich ganz vergessen, das Voice Command zu benutzen. Den Voice Command. Feuerfrei. Die sind erledigt. Gut geschossen. Gut. So, ich aktiviere mal die Tarnung. Schleiche mich dann mal da rein. Hast du auch manchmal so einen nervigen Ohr? Ich habe vergessen, die Tarnung vorher auszumachen. Das sind das natürlich alles nur Dicke. Ich brauche einen dünnen Gegner. Als ob du irgendwas machen würdest, wenn du bist. Da drüben hat noch jemand gehustet. Glaube ich. Da. Wenn der ist die Leichen entdeckt, dann war es das. So, wo kommt der? Ach, die stehen nur da hinten, die kommen gar nicht durch. Okay, gut. Nun gut, nun gut. Da unten am Pier habe ich noch ein paar Patrouillen sehen gerade. Das Problem ist. Tragen? Nee, kann ich nicht tragen, während ich. Wir können nichts dagegen. Gut, dass die abhauen. Ich hoffe, da drin ist keiner. Scheinbar keiner drin. Wunderbar. Warum sind da schon wieder diese riesigen Motten? Die haben wir schon ein paar Mal gesehen. Zum ersten Mal gleich am Anfang der ersten Mission im alten Lager der Outcasts. Rakete sabotiert.
Die wird niemand mehr starten können. Ich schalte auf Nachtsicht um. Diese Mottenteile da. Da fliegen auch sogar welche. Da. Keine Ahnung, was damit auf sich hat. So, dann würde ich als nächstes den Generator sabotieren. Ja, Heinrich Fyodor Akinov. Aber den haben wir noch nicht gefunden, ne? Kriegen wir aber auch noch. Müssen wir gleich nochmal aufklären mit der Drohne und dann werden wir den schon finden. Ich vermute ja, dass der irgendwo, wenn er nicht in dem Gebäude ist, irgendwo bei der Behemoth rumgammelt, weil er ein Feigling ist. So, Drohne. Da ist er. Ja. Oh, fuck. Wie kriegen wir denn den da weg? Ohne bemerkt zu werden. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Oh, Tarnungspunkte da oben. Also wenn er hier stehen bleibt, könnte man ihn theoretisch mit so einem Wurfköder hier hinterlocken und dann greifen. Wie viele Gegner patrouillieren denn da vorne noch rum? Also die bleiben immer hier, okay. Wir haben da hinten auf jeden Fall einen und irgendwo ist auch noch die getarnte Einheit. Outcasts? Oder sind das einfach Zivilisten? Sehen auch. Ja, vielleicht nochmal Ärzte und sowas. Da hinten scheint niemand zu sein. Das Problem ist, wenn wir die Behemoth neutralisieren würden, was alles theoretisch einfacher machen würde, dann kommt halt die ganze Basis hierher. Okay, also wenn er dann nochmal nach vorne läuft, also ich gehe aufs Dach. Wenn er dann nochmal nach vorne läuft, komme ich aus dem Dach, vom Dach runter. Wo ist denn Leiter? Also ich springe einfach da runter, da runter, da runter. So, ich brauche auf jeden Fall aber erstmal eine Leiter, wo ich überhaupt erstmal hochkomme. Da ist eine Leiter, da ist eine Leiter. Gut. Alles klar. Wenn ich schon so einen waghalsigen Plan habe, dann will ich auch die Tarnungspunkte noch mitnehmen. Wenn ausschalten könnten wir den von hier oben ganz easy. Aber wir wollen ihn ja entführen. AKA gefangen nehmen. Ich habe da doch gerade noch eine getarnte Einheit gehört. Oder? Meine ich das nur? Habe ich mir das eingebildet? Scheinbar schon. So, also hier runter. Da runter. Oh fuck. Oh Gott, oh Gott. Das hat zu viel wehgetan. Ich muss nur noch da runter. Schwein gehabt. So, Köder. Aber erst wenn die Tarnung wieder aufgeladen ist und er wieder hier steht, will kein Risiko eingehen. Oder reicht das schon hier? Hat er das gehört? Weiß es nicht. Ja, er hat es scheinbar gehört. Gut.
Na gut. Komm, geh weiter. Ja. So mit E ist greifen, ne? Oh ne, die Behemoth kommt zurück. Oh, 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 Behemoth. Wer sind Sie? Helfen die Amerikaner jetzt den Outcasts? Ruhe. Ich bin niemand. Ich habe keine Zeit für diesen Kriegstreibermist. Ich bin niemand. Ich bin auch gar nicht hier. Tatsächlich. Ich bin nicht hier. Shit, 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 shit. Oh, 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 oh. Ich stelle mich da in die Ecke. Boah, alter Schwede. So, wo muss ich den denn hinbringen? Einfach, ach, darüber. Ich kann mit ihm zusammen aber nicht schwimmen, ne? Ich werde aber nicht hier rein, oder? Ich sehe nichts. Fahr wieder weg. Du musst jetzt nicht in Aufruhr sein. Verdammt. Alles in Ordnung. Du darfst wegfahren. Ich sehe sie nicht mehr. Ich will sie aber auch gar nicht mehr sehen, wenn ich ehrlich bin. Ich versuch's. Oder? Nein, ich versuch's doch nicht. Also von der Behemoth entdeckt zu werden, wäre jetzt der Insta-Tod. Der Instant-Tod. Fahr deine Geschütze wieder ein. Hier ist alles in Ordnung. Wie, ich werde jetzt entdeckt. Ich muss nur um die Ecke. Egal! Verdammt, warum kann er denn nicht so eine kleine blöde Stufe runtergehen? So, okay. Wir sind ja erstmal safe. Sehr gut. Dann gehen wir mal da raus und hoffen, dass da ein Boot steht. Nicht haben wir eventuell ein Problem. Nee, Outcast, ihr kämpft jetzt aber nicht da, oder? Shit, da ist kein Boot. Da ist kein Boot. Also der Plan war gut, nur halt unvollständig. Verdammt. Schlecht. Ich kann ihn jetzt halt auch. Wenn ich habe Angst, dass wenn ich den niederschlage, dass er dann tot ist. Ist da ein Boot? Ich sehe mal keins. Da unten sind auf jeden Fall getarnte Einheiten. Hört sich zumindest so an. Okay, gut, ich versuche zu. Ich muss aufpassen, da sind ja auch noch die beiden da. Okay, hau einfach ab. Gut. So, ich versuche zum Heli zu kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Falter. Heieieiei. Alle, oder? Da hinten ist halt der Raketenschütze, der macht mir ein bisschen Sorgen. Gegen den kann ich jetzt so direkt nichts machen. Aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. So, erstmal gehst du da rein. Ja, genau. Schön hinsetzen. Dann gucke ich mal nach dem Raketenschützen. Der ist gerade nicht da. Da läuft er. Gerade rein, sehr gut. Vassili, einsteigen. Komm schon. Los, Mann. Schneller. Okay, er ist drin. Prima. Ah, da wären doch Boote gewesen. Aber das haben wir in Heli, ist auch gut. Und wir wurden nicht mal ansatzweise entdeckt, tatsächlich. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Mega.
Geil. So, landen wir hier. So, Mr. Akinov. Sie dürfen aussteigen. Die Outcasts werden sich um Sie kümmern. Ich verrate nichts, anders als die CIA-Agenten, für die Sie arbeiten. Das werden wir noch sehen. Da ist er, wenn ihr euch ihn mal genau anschauen wollt. Geh mal in die Sonne. Ich finde den Mantel cool. Aber den kriegen wir es ja auch gleich. Da ist er. So, dann setzen wir ihn mal in den Heli und dann müsste das geschafft sein. Hier. Was ist denn da los? Bowman, wir haben ihn. Bowman, Nomad hier. Akinov wurde festgenommen und die Rakete neutralisiert. Gut gemacht. Es wird schwer sein, einen russischen Offizier zum Reden zu bringen. Aber die Outcasts werden das schon schaffen. Akinov hat bereits zugegeben, dass es sich um eine zivile Operation handelt, mit genug privatem Kapital, um sich die Unterstützung der Boddaks zu kaufen. Nach dem Tod der Anführer von Raven's Rock sind die Boddaks nichts weiter als opportunistische Söldner. Traurig, wenn militärisches Personal seine Ehre an den Meistbietenden verkauft. Wenigstens haben wir einen Krieg zwischen den USA und Russland verhindert. Wir haben eine Audioaufnahme bei Akinov gefunden. Ich spiele sie Ihnen vor. Akinov, Sie müssen die Spannungen zwischen Russland und den USA erhöhen. Machen Sie aus Russland ein unwiderstehliches Ziel für einen Angriff. Wenn beide Weltmächte um die Vorherrschaft streiten, werden Sie nicht bemerken, was wir auf Aurora vorhaben. Sieht nicht aus, als würde Russland dahinter stecken. Ich würde es noch nicht ausschließen. Es könnte einen internen Machtkampf zwischen verschiedenen Fraktionen der russischen Regierung geben. Nur eins ist sicher, die Krise wurde vorerst abgewendet. Sehr geil. Ein Satz abgeschlossen. Das war tatsächlich geil, aber auch relativ einfach. Schalldämpfer ab. Die ACR hat ja einen schönen Sound. Feuer auf mein Kommando. Oh, und Level up, nice. Komm, Vasili, schalt auf. Oh, Magazin leer, schade. Knallt so schön. Gut, aber das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.